Leute und willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal Bingecrafter. Heute reagieren wir mal auf der Craft Attack Tower und Base Tour. Craft Attack 9, Folge 18. Ich bin gespannt, was er alles so zeigt. Bestimmt sind das alles so Sachen, die wir schon kennen aus den Reactions, aber ich bin trotzdem gespannt. Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Grogu, das ist Craft Attack 9. Ich wollte mit euch heute was ganz anderes machen. Denn Basti und ich hatten hier unsere eigene kleine Auseinandersetzung. Aber stimmt, wie mir scheint, hat sich hier irgendwer eingemischt. Da stand Bastis Brücke, ich hatte einen Plan mit der Brücke. Jetzt ist sie weg. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wer was damit gemacht hat, hatte meine Pläne, müssen wir leider was anderes machen. Vielleicht bringt ja irgendwer die Brücke wieder zurück. Aber keine Sorge, das Kontrastprogramm, nein, das Alternativprogramm ist mindestens genauso schön. Landen ist gar nicht so leicht. Denn als erstes. Das wurde, glaube ich, von Kroko, weil er krank war, gar nicht mehr in Folgen gezeigt. Aber es gab da so eine Diorit-Brücke. Falls ihr es vielleicht aus Streams oder so kennt. Und die ist jetzt anscheinend auch wieder weg. Und bei denen ist sozusagen, sind die Brückenkriege ausgebrochen. Der Geilo Nachtsmann ist da. Infos in der Kiste. Was wir tun ist, der Geilo Nachtsmann ist da. Infos in der Kiste. Okay. Erstens, unterm Weihnachtsbaum bei bla 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 sind viele Geschenke vom Geilo Nachtsmann. Auch für dich liegen Geschenke bereit. Frage den Geilo-Nachtsmann, ob du artig oder böse warst. Frag ihn gerne öfter als nur einmal. Frohe Geilo-Nachten wünscht dir Kev. PS, mach gerne Noteblocks bei den Sounds an. Let's go! Geilo-Nachtsbaum ist bei uns um die Ecke. Insofern machen wir doch mal einen kurzen Abstecher und schauen, was der Geilo-Nachtsmann für uns bereithält. Da läuft Jingle Bells, perfekt. So, noch habt ihr die Möglichkeit, in die Kommentare zu schreiben. Was meint ihr? War Kroko brav oder war Kroko nicht brav? Schreibt ja in die Kommentare. So, und ob wir brav... Ich finde ja. Zu einer Frage mit oder. Toll. Ich finde, er war brav. Brav waren oder nicht, entscheidet jetzt der geile Nachtsmann. Drücke den Knopf und schau, ob du artig oder böse gewesen bist. Bin gespannt. Oh. Oh. Wie cool. Wie cool ist das denn? Oh, und. Oh, ist das... Funkelnde Steine aus Plastik. Heißt es, dass ich jetzt artig war? Ah, vielleicht gehen wir am Ende der Folge nochmal ein Geschenk holen. Denn heute schauen wir uns diesen wunderbaren Turm einmal genauer an. Der ein oder andere hat in dem ein oder anderen Stream von mir und von anderen sicher schon mitbekommen, was es hier alles so zu sehen gibt. Ja, aber ich kenne Sparks-Etage. Ich möchte mit euch heute einmal durchgehen. Jedes Stockwerk und vielleicht die dazugehörige Base einmal so ein bisschen ausspionieren, fände ich eigentlich ganz smart. Man muss ehrlich sagen, an meiner Base ist noch nicht so viel passiert. Da müssen wir definitiv jetzt dann mal im nächsten Stream ran, das Lager reinbauen, hier gestalten etc. Lager wäre Prio 1 und dann können wir das alles hier drumherum gestalten. Und ihr habt schon gesehen, ich habe hier schon mal Gerüst hingestellt, falls wir einen zweiten Turm brauchen, dass der Platz hier gesaved wäre. Aber ich glaube nicht, dass wir einen zweiten brauchen. Wir marschieren einfach mal hier raus und kommen dann in unseren Vorbereich. Ich habe jetzt schon mal die Farben, die Namen farbig markiert, alle, die noch bauen werden. Flocke habe ich mir zu Weihnachten gewünscht im Shop, deswegen hoffe ich, dass die auch baut. Und alle, die schon gebaut haben. So, und hier in der Ecke kommen wir zu den weiteren Etagen und das nutzen wir jetzt auch. Und fahren gleich mal in die erste Etage hoch und landen im ziemlich düsteren bei dem guten Blizzor. Blizzor hat gesagt, er möchte das hier, das Stockwerk, ein bisschen bauen wie seine Base. Wenn ihr jetzt nichts sehen könnt, ja, ich sehe auch nichts. Mhm. Es ist wirklich, wirklich dunkel. Blackstone, blaues Eis oder beziehungsweise normales Eis, ein Opferaltar. Schauen wir mal zu seiner Base rüber. Blizzor hat seine Base hier am Ende der... Oh, der hat auch schon... Oh, Blizzor. Lol, er hat ja schon weitergebaut. Ich kenne nur die Front. Wow. Er wird richtig, das wusste ich gar nicht, dass da schon so viel steht zu. Er macht dasselbe Gefährliche wie Janos im letzten Craft Attack. Er baut komplett mit Blackstone. Mutig, aber mega cool und man merkt schon, passt sehr gut in das Theme vom Turm rein. Alles schwarz mit blauen Feuern, das im Eis und viel Spaß
bei der Inneneinrichtung, Blizzard. Und kleiner Tipp, Blizzard, falls du das siehst, schau mal, dass du Eisbären züchtest und die ganze Base mit Eisbären als Wachsoldaten oder so füllst. Wäre mega cool. Ist zwar ein bisschen gefährlich, aber wäre cool. Schaut mal mit der Morgensonne, wie cool es ausschaut, wenn der Turm da aus dem Nebel kommt. Oh, der wird so cool. Ich hoffe, wir werden noch einige dazu bekommen, da mitzubauen. Ich finde den so gut. Ich hatte jetzt tatsächlich schon einmal die Kritik gelesen zum Thema Craft Attack. Ja, du baust ja keine eigene große Base. Dafür haben wir dich eigentlich abonniert und machst nur was, was eigentlich alle anderen bauen. Aber ich sag's nochmal hier dazu. Das war tatsächlich mein Anspruch. Mein Anspruch war, dieses Mal in Craft Attack etwas zu machen, wo möglichst viele mitbauen, um möglichst viel Interaktion zu haben. Denn das macht für mich macht Craft Attack für mich aus. Das Bauen, das werden wir. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, dass da alle an dem Turm mitbauen. Von mir aus kann das auch ruhig öfters sein. Auf alle Fälle in Mystery abfrühstücken. Also wenn ihr Kroko abonniert habt wegen Bauen, dann ist Mystery euer Ding. Wenn ihr Kroko abonniert habt wegen Kroko und Unterhaltung und Quatsch und was weiß ich, dann seid ihr überall richtig. Blizzard Stockwerk haben wir, Base haben wir auch gesehen, machen wir uns in die nächste Etage. Debitor. Das ist auch sehr nobel. Debitor hat sich einen kleinen Balkon gegönnt, wo er übers Shopping District schauen kann. Leider ist die Render Distance noch nicht hoch genug, aber trotz alledem. Kroko, du könntest dir aber die Bobby-Mod draufladen. Dann könntest du mehr sehen, weil dann werden die Chunks gespeichert. Und dann werden die gespeicherten Chunks dir angezeigt, obwohl die Render Distance nur auf irgendwie 8 Chunks oder so ist. Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, Spark kann nämlich damit sehr weit gucken. Der ist irgendwie 2000 Blöcke in eine Richtung geflogen und konnte immer noch seinen Planeten sehen. Ist der Ausblick natürlich genial. Es ist gemütlich hier. Was? Couch mit Blick wohin? Ins Blaue? Aber sehr, sehr schön eingerichtet. Erinnert mich ein bisschen an meinen Launch-Prank, wo ich mein Stockwerk bei ihm in seinen Turm damals in Crafted Deck 8 reingebaut habe. Bisschen moderner Stil. Aber hat er richtig schön gemacht, der gute Debitor. Vom Balkon durchgestartet, einmal über das Shopping District hinweg, hinüber zu Debitor. Und da kommen wir auch schon an. Das ist Debitors Base. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, was er tut hier. Aber es sieht auf alle Fälle schon mal beeindruckend aus. Wie ich Debitor kenne, wird es ziemlich cool. Das sind fast so ein bisschen. Nee, ich sag nichts, aber das sind so wie so Plattenbauten, so ein bisschen. Einfacher. Sind wir hier unten? Oh, Debitor. Er sagt, nee, ich sag nichts, aber sagt was. Er baut auch so ein verrücktes Lager wie Cast, glaube ich. An der Stelle kann ich schon mal was spoilern. Es ist lustig, dass alle mit Schalkerboxen ihre Lager bauen, denn das ist auch mein Plan diese Season. Aber ich werde nicht mit so einer fancy Technik arbeiten. Und hier kommt dann ein Vulkan hin, soweit ich weiß. Den hätte ich mir ehrlich gesagt größer erhofft. Aber gut, okay. Über die Ecke mit dem Aufzug rauf zu Norman. Und Norman hat eine Lush Cave gebaut. Und ich muss ganz sagen, die finde ich richtig cool. Ist richtig gemütlich mit diesen Partikeln und den Glowberries. Dieser Stütze hier mittendrin aus toten Korallen. War hier nicht mal Wasser drin? Nee, Wasser ist nur in den Ecken, glaube ich. Ist richtig, richtig cool. Auch mit den Shroomlights, die passen vom Theme her perfekt. Drip Leaf sowieso. Wir starten direkt durch und schauen uns Normans seine Base an. Normans Base beginnt, soweit ich weiß, gleich hier mit diesen ganzen wunderhübschen Sachen. Aber er hat auch angefangen, hier ein Biom zu bauen. Und noch viel besser, er baut da sogar ein passendes Haus rein. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Norman, Hut ab. Schön, er hat eine sehr schöne Etage in meinen Turm reingebaut und auch dieses Biom wird richtig, richtig cool. Auch wie liebevoll hier diese kleinen Büsche gemacht sind mit Bambus und dann diesen. Könnten wie so Früchte oder Kokosnüsse sein, die da oben drauf wachsen. Was der hier zu suchen hat, weiß ich nicht, aber auch das ist ein cooles Detail. Und hier gibt es auch einen echt schönen Blick auf unser Dorf mit der Brücke und wie das dann im Nebel verschwindet. Hat was. Ja, ich weiß, Norman hat noch viel mehr gemacht wie nur das, aber das widerspiegelt quasi das Stockwerk in meinem Turm wieder. Deswegen werden wir uns nur das hier anschauen. Wir schauen, dass wir gleich in die nächste Etage einfliegen, denn das ist das C-Prime Headquarter von Klim und Cast gebaut. Ich habe ein bisschen mitgewurschtelt. Man kommt von Norman hier rauf und ist dann hier
Empfang von C-Prime. Carsten und Glim hatten die Idee, sie nutzen ihr Stockwerk dafür, um einfach ein Headquarter für C-Prime zu bauen. Klein, aber fein. Wir haben direkt was für Meetings, für Ausschüttungen etc., dass man direkt zur Sache kommt. Das ist ja das, was letztes Jahr bei Wonder One Diamond Group so ein bisschen gefehlt hatte. Schauen wir uns auch das Stockwerk an. Hier fliegt man rein. Hier mal gucken, ob es dieses Jahr dazu kommt, dass sie mehr Interaktion machen. Ist die Lobby so ein bisschen, da kann man sich hinhocken, Wartebereich. Es gibt ein kleines, aber feines Lager, wo noch ein paar Baustoffe drin sind, falls wir den Turm mal reparieren müssen. Ansonsten natürlich unseren diamantfarbenen Teppich. Und wir kommen hier seitlich rauf in die Meetingräume, beziehungsweise in den Meetingraum. Hier haben wir noch den Antrag von Carsty Zockt, den wir jetzt schon angenommen haben. Wir müssen Carsty nur noch die frohe Kunde überbringen. Haben ihm auch schon einen Stuhl gebaut, dass er auch an den Meetings teilnehmen kann. Für alle, die nicht wissen, was C-Prime ist. C-Prime ist ein Shop-Zusammenschluss von einmal Cars Crafter mit seinem Sea-Lantern etc. Shop. Dann natürlich der Lytra Fuel Shop von Caravas. Auch hier lässt sich C-Prime abschließen. C-Prime hilft einem, 50% in den teilnehmenden Shops zu sparen. Die teilnehmenden Shops sind Caravas, Cars, Klim und Kroko. Klim schauen wir uns noch direkt an. Hier hinter dem Glurak versteckt sich Klim sein Adventure Shop. Der im Übrigen, glaube ich, jetzt dann auch bald schon das erste Adventure zu bieten hat, wenn ich mich nicht täusche. Und dann gehört natürlich noch mein Buchshop mit hinzu. Auch hier kann man bisher eine C-Prime-Mitgliedschaft abschließen. Der Totem-Shop von Carsty Zockt wird wahrscheinlich auch noch in C-Prime aufgenommen, wenn wir das zeitig genug schaffen, bevor er wieder Basti Zockt heißt. Damit landen wir wieder im Headquarter. Und das Spannende ist, man kommt nur hier wieder in die nächste Etage hoch. Das Doppelgeschossige ist in sich geschlossen quasi. Und hier kommt man dann nach oben in die nächste Etage von The Joecraft. Wenn wir bei Joe... Oder da hat sich schon... Oh, da war wohl ein Creeper oder so. Da muss man mal... Oh, oh. Und die Technik ist, glaube ich, kaputt. Oder bin... Nee, ich bin... Ich weiß nicht, was ich drücken muss. So schaut's aus. Bei Joe muss man nämlich ein kleines Rätsel lösen. Die Antwort auf das Leben, das Universum und einfach alles. Wir wissen es. 42. 4, 2. Hallo? 4, 2. Dankeschön. Und dann kommen wir beim Joe in sein kleines Apartment rein. Eine Kiste mit Materialien. Und er hat eine kleine Küche hier drinnen. Das Wichtige halt. Und ein Bett. Spärlich eingerichtet, aber von außen sehr ansehnlich, das Stockwerk. Wir schauen uns nachher alles nochmal von außen in Ruhe an. Natürlich auch hier wieder durchstarten und dem Joe seine Base anschauen. Denn auch die ist verrückt groß. Viel drinnen, viel Technik. Da weiß ich gar nicht, was ich groß herzeigen soll, weil ich mich zu wenig auskenne. Aber wisst ihr was? Wir machen das, wo ich mich auskenne. Hat eine Bambusfarm, wo man Schalkerkisten füllen kann. Und er hat Spawn-Chunk-Öfen, brennen immer gratis für dich. Und werden mit Bambus beheizt. Wie gut ist das denn? Ja, der Joe hat schon ein paar feine Techniken hier gemacht. Schauen wir mal, dass wir mal in die Base reinkommen. Das war hier. Denn hier gilt es auch, die Antwort auf das Leben, das Universum etc. zu geben. Oder? Genau, das wäre dann auch. Dankeschön. Und wir holen uns natürlich, wir fahren natürlich mit dem Fahrstuhl, ist ja logisch. Decke mit den Knochenblöcken ist auch fancy. Dann sind wir oben angekommen und können in Joe sein Smart Home rein. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Hier gibt es einen Bewegungsmelder, der kaputt ist. Ah, nee, doch nicht. Kommen wir Bewegungsmelder rein und raus. Es ist so verrückt, was der Joe hier alles reinbaut. Also ich mag Joe seine Base echt gerne. Ich finde es cool, dass er sich das so überlegt hat. Das entspricht total seinem Stil, muss ich sagen. So ein Smart Home mit allem möglichen drum und dran. Er macht etwas, was wirklich seinem Stil entspricht. Das finde ich echt super. Vom Joe aus geht es nach oben. Halt, da kommen wir rein. Richtung Spark, seinem Stockwerk. Spark hat gesagt, er baut seins auch so ein bisschen in seinem Stil, seiner Base. Jetzt wird der ein oder andere sagen, hä, Spark hat doch den Plan. Ich dachte gerade, das wäre in der Base, dieser Fahrstuhl. Das entspricht total seinem Stil, und zwar, muss ich sagen. Ich dachte, der Fahrstuhl wäre hier hinten. Ist der so im eine, Turm so oder ist das nur mit so ein Übergang? Dran. Er macht etwas, was wirklich seinem Stil entspricht. Das finde ich echt super. Vom Joe. Schwierig zu sagen, aber ich glaube, das ist doch Turm. Aus geht es nach oben. Halt, da kommen wir rein. Richtung Spark, seinem Stockwerk. Und da weiß ich schon, was da gebaut wird. Spark hat gesagt, er baut seins auch so ein bisschen in seinem Stil seiner Base. Jetzt wird der ein oder andere sagen, hä, Spark hat doch den Planeten. Ja, schon, aber er hat innen drin lauter kleine Farmen, die arbeiten und produzieren. Und das hat er hier dargestellt. Zuckerrohr und Bambus, Kürbis, Melone und Dripstone.
Und bevor wir in die nächste mysteriöse Rose-Abteilung gehen, machen wir uns auf zu Spark. Boah, das müssen wir nochmal machen. Schaut mal, wenn wir da anfliegen, wie das aus dem Nebel ja, rauskommt. Genau. Fliegen langsam. Ich meine, Spark eskaliert auch ein bisschen. Der hat ja schon seit 17 Tagen, macht er nur 12 Stunden Streams. Heute, an dem Tag, wo ich das aufnehme, hat er mal einen Tag sich Pause genommen, weil er wirklich komplett erschöpft ist und es überhaupt kein Ende nimmt, dass dieser Counter abläuft, der Challenge-Counter, Sub-Counter und so. Und deswegen hat er so viel Fortschritt gemacht. Langsam, langsam und dann täglich kommt der 12 Stunden. Planet aus dem Nebel. Der ist schon mega genial. Wow, Spark. Wow, da weiß man gar nicht, wo man landen will. Man meint, man kann überall landen, weil es ein Planet ist. Das macht auch Spaß, da überhaupt drum rum zu fliegen. Was ist denn das für ein Biom? Ich liebe es jetzt schon. Oh, ey, Spark. Das ist auf jeden Fall neu aufgenommen von Kroko. Der Händler wurde hier für ewig festgehalten. Und es gibt Diamanten. Weil der gestrige Stream, alles, was er im gestrigen Stream gebaut hat, ist nämlich noch nicht dabei. Und muss man gleich ab... Nein, machen wir nicht. Kommt man hier rein... Ja. Oh, man kann hier reinschwimmen. Oh, der Spark hat einfach Ideen, die sind ja legendär. Mhm. Ist vielleicht ganz gut, dass wir unsere Megabase eher in Mystery bauen als in Craft Attack und uns auf die Baumeisterkünste der anderen verlassen haben bei unserer Craft Attack Base. Weil wenn ich sie hier sehe, wenn ich mir so anschaue, was die hier alles bauen, das ist schon Next Level. Das war der erste Eingang, glaube ich. Den habe ich schon mal mitbekommen hier. Ja, genau. Wow. Spark, dickes, dickes Lob. Auch diese Base ist einfach nur mega cool. Ich will zwar nicht weg, weil es so schön ist, aber wir fliegen zurück zum Turm vorbei am werdenden Dicta. An Revi seinem Turm. Ich hoffe, Revi denkt daran, dass er auch noch ein Stockwerk bauen wollte. Ich vermute mal, er vergisst, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. An Karavas Turm vorbei, der auch sehr, sehr cool ist. Erinnert mich ein bisschen an den Orthanc aus Herr der Ringe. Und jetzt wieder der Turm aus dem Nebel. Kann mich gar nicht satt sehen. Diese Folge ist weniger Golem, sondern mehr Turm. Überall werden Türme gebaut. Das nächste Geschoss ist von Iosa 100. Und ich sehe nur Pink. Und oh weia, was hat sich Janus da schon wieder einfallen lassen? Nachdem Janus sein Video zu diesem Stockwerk am Freitag kommt, werde ich jetzt nichts spoilern. Und wir gehen gleich eine Etage höher zu Sebo. Denn hier... Wow. Das Video kommt erst am Freitag, was? So spät. Das Video hier kam am Montag raus. Ozebo, Netherite des Trauerns. Ich habe das Gefühl, hier können wir irgendwie Frust ablassen und nebenbei ein paar Rüben essen. Da werde ich mir auf alle Fälle von Sebo mal eine kleine Führung geben lassen und mir ein bisschen erklären lassen, was man hier so... tun kann. Aber es ist schön, alle haben sich an die Regeln gehalten. Sie wissen genau, man muss durchs Stockwerk durchkommen zum nächsten Hoch. Die Größen werden eingehalten. Die Themes sind sehr, sehr schön. Schauen wir noch Sebo seine Base an. Ich glaube, ich weiß, wo Sebo wohnt. Sebo wohnt in der Nähe des Diktas, wenn ich mich nicht täusche. Da ist er sogar gerade dran vorbeigeflogen. Und das Dikta kann man eigentlich nicht verfehlen. Wumm. Schon imposant. Hier, glaube ich, haust Sebo. Die kleine Hobbithöhle ist von ihm. Beziehungsweise Spark ihm die gebaut. Ich weiß nicht, hat er mein Geschenk bekommen? Ja, sehr gut. Aber ich glaube auch, dass Sebo noch mehr hat als nur das hier und was auch selber gebaut. Jetzt schauen wir mal. Das schreiben wir auf unsere To-Do-Liste. Wenn Sebo uns zeigt, wie sein Stockwerk gedacht ist, lassen wir uns auch seine Base zeigen. Das wäre doch was. Wir genießen mal den Blick des leuchtenden Turms in der Nacht. Ich frage mich gerade, warum ist das hier alles erste Stufe, zweite Stufe oxidiert und das hier dritte Stufe, vierte Stufe oxidiert. Ist das mit Absicht? Hat Joe hier nur mit neuem und da schon mit oxidiertem gebaut oder hängt das von der Seite, die Ausrichtung vom Kupfer davon ab? Okay. Ihr bekommt jetzt als kleinen Abspann noch einmal den ganzen Turm in seiner Pracht zu sehen. Schon imposant. Sehr imposant. Und nein, es sieht so aus, als wäre die Etage von Klim und Carscrafter irgendwie
nicht zweimal 8 Blöcke hoch, sondern irgendwie niedriger. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Richtig, ich werde nochmal beim Geilo-Nachtsmann vorbeischauen. Mal schauen, ob die funkelnden Steine aus Plastik das Beste waren, was ich bekommen kann. So. Wo ist er? Da kommt er. Der macht sich von dannen. Und was bekomme ich? Was bekomme ich? Was bekomme ich? Okay. Schmutz ist das. Ich vermute mal, da waren wir mit den funkelnden Steinen aus Plastik besser dran. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein... Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich bin gespannt, wie der Turm weiter wächst. Ich meine, das können wir in den Reactions immer weiter verfolgen. Und dann bis zur nächsten Folge in meinem Kanal. Ciao, Leute.